Hi, ich bin Peter Geldart und ich stelle euch heute die British Pedal Company Vintage Series Shatterbox und Special Edition Rangemaster Fastbark Mark II Pedale vor. Die British Pedal Company Vintage Series Shatterbox und Special Edition Rangemaster Fastbark Mark II Pedale sind detailgetreue Nachbildungen der jeweiligen Originale. Die Shatterbox wurde ursprünglich von John Hornby Skews hergestellt und kombiniert zwei klassische Effekte: die siliziumbasierte Song 2 Fuzz-Schaltung und die Hornby Skews Treble Boost-Schaltung. Die Fuzz-Section bietet ein smoothes, stabiles Fuzz mit einem helleren Ton als die ursprüngliche Song Machine Mark I. Die Original-Shatterbox wurde nur in extrem begrenzten Stückzahlen hergestellt und zu den berühmtesten Nutzern gehört Mark Bolan von T-Rex. Der Rangemaster Fuzzbark Mark II wurde ursprünglich Ende 1966 als Konkurrenz der bereits beliebten Reihe von Tonebender-Pedalen vorgestellt. Nur eine kleine Handvoll dieser Prototyp-Pedale wurde jemals produziert und für viele Fuzzaholics auf der ganzen Welt ist dies der heilige Gral des Fuzz. Der Rangemaster Fuzzbark orientierte sich am klassischen Tonebender-Design mit einem Gehäuse aus Gussaluminium. Das Special Edition Modell ist streng limitiert auf 25 Stück weltweit.
Die Shatterbox hat ein Gehäuse aus gefaltetem Metall in einem Metallic Gold Finish, Regler für Fass und Swell, einen Boost und einen Fassfußschalter, die einzeln oder in Kombination genutzt werden können. Die Fass-Section ist gleich der Fass-Section der Hornbiscuit Sound Machine 2 mit Silizium-Transistoren. Die Treble Boost Section ist gleich dem Hornbiscuit Treble Boost. Das Pedal hat einen Hardwire True Bypass. Auf der Rückseite befinden sich die 6,3 mm Monoklinken Ein- und Ausgänge. Die Stromversorgung geschieht nur via 9-Volt Batterie und die Stromaufnahme ist ca. 6 mA. Die Produktion ist limitiert. Der Fassbug hat ein Gehäuse aus Gussaluminium in Blue Hammerite Finish, Regler für Volume und Sustain und einen Bypass-Fußschalter mit einem Hardwire True Bypass. Auf der Rückseite befinden sich die 6,3 mm Monoklinken Ein- und Ausgänge. Im Inneren befindet sich die authentische Transistorkonfiguration mit drei OC81D-Transistoren. Die Stromversorgung geschieht nur via 9-Volt Batterie und die Stromaufnahme ist ca. 6 mA. Die Produktion ist limitiert. Im Vergleich würde ich sagen, dass die Shatterbox wesentlich weicher und runder im Sound ist. Sie hat viel mehr Bass und wirkt dadurch etwas dumpfer im Vergleich. Sie hat auch weniger Verzerrung. Und wenn man hier in den letzten 5% geht, dann gibt es nochmal so einen Extraschub. Das ist ganz cool. Beim Fassbug hat man von vornherein mehr Verzerrung und das Pedal ist im Ganzen wesentlich schlanker, höhenlastiger und aggressiver. Beide Pedale unterschiedlich, aber beide sehr cool. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.